Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Werner Ilsinger. Die meisten von Ihnen werden mich kennen. Ich bin der Präsident der Digital Society und Vizepräsident vom Club Computer und möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier seid, weil ich glaube, dass die meisten von euch lieber jetzt in der Nähe von einem Schwimmteich, Schwimmbad oder etwas anderem wären, wo man reinhüpfen kann und sich ein bisschen abkühlen. Wir sind ein wenig unschlüssig und haben schon im Vorfeld ein bisschen diskutiert, ob es momentan gescheiter wäre, die Fenster aufzumachen und durchziehen zu lassen oder zuzulassen. Also ich glaube, jetzt haben wir uns für ein Mittelding entschieden. Da hinten ist das Fenster gekippt und sonst ist alles zu. Wir können nachher noch Experimente machen, wie es besser ist. Schauen wir mal. Also herzlichen Dank noch einmal für alle, die da sind und die heute gekommen sind. Das CC Camp, was ist das eigentlich? Ja, für alle diejenigen, die twittern, der Hashtag vom Camp ist CCCamp16 und ich lade alle ganz herzlich ein, auf Twitter zu berichten, was denn heute so passiert, am besten mit Fotos, damit diejenigen, die am Schwimmteich liegen, auch ein bisschen was mitbekommen von der Veranstaltung. Das CC Camp. Wir haben damit vor 4 Jahren begonnen und es ist jetzt die 4. Veranstaltung, die wir in dieser Reihe machen. Und angefangen hat es die Jahresveranstaltung vom Club Computer und hat stattgefunden. Viele Gesichter, glaube ich, sind dabei gewesen, die ich hier sehe. Das erste Mal an der HTL Wien 3 am Rennweg oder die letzten 3 Male. Und es gab immer 3 verschiedene Tracks, wo 3 Vorträge parallel gelaufen sind. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, 130 Teilnehmer an der HTL gehabt, aufgeteilt eben auf 3 verschiedene Vorträge. Zielgruppe war Anwender, Blogger, Programmierer, andere Vereine, die dabei waren und auch die Politik, die uns besucht hat. Und wir haben eigentlich mit dem CC Camp bei der ersten Veranstaltung damit begonnen, uns über Netzpolitik zu unterhalten. Netzpolitik ist in Wirklichkeit das alles, was mit dem Internet zu tun hat und politische Auswirkungen beleuchtet. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass mittlerweile dieses Thema eines der wichtigsten ist, nämlich die Auswirkungen der Veränderungen durch die Technologie auf die Gesellschaft. Und aus dem Grund haben wir auch beschlossen, die Digital Society vom Club Computer zu trennen und uns in der Digital Society stärker mit dem Thema dieser Auswirkungen auf die Gesellschaft der Technologie zu beschäftigen, weil wir glauben, dass man da einige Dinge verbessern und verändern muss. Wir haben uns ein Vision Statement gegeben und wir haben gesagt, unsere Vision ist eine freie digitale Welt, in der die öffentliche Verwaltung möglichst transparent ist, die Privatsphäre geschützt ist, der Zugang zum Wissen und zum Netz frei ist und wir wünschen uns, dass Firmen und Konsumenten als gemeinsame Partner agieren. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr stark darauf bedacht, dass wir sagen, es geht eigentlich nur miteinander und wir müssen schauen, dass wir miteinander die großen Probleme auch lösen können. Wenn wir uns die privaten Themen anschauen, die uns als Anwender betreffen, dann glauben wir, dass das in der digitalen Welt vor allem die Digitalisierung an sich ist. Das heißt, die Veränderungen, die sich in der Welt ergeben, dadurch, dass immer mehr Dinge digital werden. Und das hat Auswirkungen, nämlich Auswirkungen auch auf das Thema Grundrechte, auf das Thema digitale Medien und Urheberrecht, auf das Thema Datenschutz, auch auf das Thema Verwaltung und auch auf die sichere und zugängliche Infrastruktur. Und das sind die Hauptthemen, die uns im privaten Bereich in der Digital Society beschäftigen. Wie wollen wir in der Digital Society zum Ziel kommen? Und in Wirklichkeit glauben wir, dass es damit beginnt, einmal sich klar zu werden, wo wir denn Veränderungsbedarf haben. Durch die digitale Welt verändert sich im Grunde genommen jeder Lebensbereich. Wir hatten letzten
Vortrag vor einer Woche den ÖAMTC zu Gast, der sich darüber Gedanken gemacht hat, was denn das für Auswirkungen hat, dass jetzt im Auto im Grunde genommen mehr Computer verbaut sind, als wir denn so normalerweise zu Hause in unserem Haushalt verwenden, weil im Grunde genommen ist das gesamte Auto nur noch computergesteuert und das Lenkrad, das wir bewegen, steuert in Wirklichkeit einen Sensor, der merkt, ob sich das Lenkrad bewegt und steuert einen Motor, der die Reifen lenkt. Das heißt, das ist eigentlich ohne Computer überhaupt nicht denkbar, ein modernes Auto zu fahren. Eine dieser Auswirkungen war auch unter anderem der Abgasskandal. Warum? Weil die Steuergeräte, die in den Motoren verbaut sind, die sozusagen das gesamte Motor, den Motorablauf steuern, im Grunde genommen auch nichts anderes sind als Computer, die eine Software drinnen haben und die steuern, wie dieser Motor läuft, wie viel Benzin da eingespritzt wird und all diese Dinge. Und diese Veränderungen wollen wir so angehen, dass wir mal sagen, wir wollen uns überlegen, wo gibt es denn eigentlich Probleme? Was sind die Dinge, die uns im täglichen Leben berühren? Was sind Dinge, wo wir glauben, dass die Technik uns weiterhilft? Wo können wir die Technik vielleicht noch besser verwenden, um uns unser Leben einfacher zu machen? Und Bequemlichkeit ist natürlich für alle von uns ein großer Punkt. Der zweite Themenbereich da ist aber natürlich auch, welche negativen Auswirkungen entstehen. Und wo bräuchte ich sozusagen eine Gegenpille für bestimmte Entwicklungen, die wir einfach in der Gesellschaft momentan haben und wo müssen wir gegensteuern? Und dann wollen wir uns gemeinsam mit allen Stakeholdern, also alle, die daran beteiligt sind, überlegen, wie können wir bestimmte Themenbereiche angehen und verändern? Und dann muss man halt schauen, wie kann man das Ganze, was wir uns überlegt haben, auch umsetzen? Das können in manchen Bereichen nationale Gesetze sein, das können Normen sein, das kann aber auch zum Beispiel EU-Direktiven sein, das können auch einfach nur Ausbildungsmaßnahmen sein, weil wir sagen, in bestimmten Bereichen braucht man eben ein breiteres Verständnis für die Dinge, die da passieren. Wer spielt sozusagen in dem Spiel mit? Der Staat oder die öffentliche Verwaltung und Politik? Die Wirtschaft? Und natürlich die Privatpersonen. Und die Frage ist, wie wir diese zusammenbekommen können und wie wir sozusagen auch als Vermittler zwischen diesen Spielern aktiv werden können. Und wir haben uns in der Digital Society auch als Ziel gesetzt, dass wir unabhängig sein wollen. Und unabhängig kann ich nur dann sein, wenn die Finanzierung nicht ausschließlich aus einem Lager kommt oder von einem der Stakeholder kommt. Und darum haben wir uns auch in die Statuten hineingeschrieben im Verein, dass wir maximal ein Drittel der Mitgliedsbeiträge aus der Wirtschaft bekommen wollen. Und optimal wäre es natürlich, wenn wir eine Drittelfinanzierung zusammenbringen, wo wir sagen, alle drei Stakeholder schaffen es sozusagen mit in den Topf einzuzahlen, damit wir sozusagen auch in dem Bereich unabhängig sind. Das zum Thema der Digital Society. Und ich gehe damit über in meinen ersten Vortrag und wir haben uns heuer in dem CC Camp ein Thema ausgesucht, weil das CC Camp ist heuer anders, als es voriges Jahr war. Vielleicht ganz kurz noch, warum wir hier in diesen Räumlichkeiten sind. Der Direktor der HTL Wien 3, der Martin Weißenböck, ist mit Dezember in seinen wohlverdienten Ruhestand getreten. Und es war dann bis März nicht ganz klar, wer denn sein Nachfolger wird. Weil Ruhestände sind ja etwas, was sehr überraschend kommt. Und deswegen hat man sich nicht darauf vorbereiten können, dass man sozusagen einen guten Übergang macht und der Nachfolger vom Vorgänger sozusagen das Staffelholz nahtlos übernimmt. Und wir hatten damit 3 Monate einen stellvertretenden Direktor, der älteste Lehrer in der Schule ist. Wir haben den Martin Weißenböck gehabt, der davor für die Schule zuständig war. Und er hat gesagt, ich würde es nicht mehr entscheiden, ob ihr bei mir die Veranstaltung machen könnt, weil ich möchte meinem Nachfolger nicht vorgreifen. Der Interimsdirektor wollte das natürlich auch nicht tun und deswegen haben wir gesagt, gut, wir müssen mit der Planung anfangen. Wir haben dann frisch diese Räumlichkeiten bekommen, haben wir gesagt, wir lassen das CC Camp heuer ein wenig anders stattfinden, in unseren neuen Räumlichkeiten der Digital Society und
wir geben uns ein Thema. Und wir haben gesagt, wir wollen uns heuer, weil wir glauben, dass genau in dem Bereich auch die Digitalisierung schon recht starke Auswirkungen hat und wir es dort vermutlich auch alle merken und kennen, uns dem Thema Shopping der Zukunft widmen. Und wir sind alle Einkäufer und kaufen unterschiedlichste Dinge in unserem Leben ein. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, alle Spezialisten auf dem Gebiet, weil wir tun es tagtäglich. Aktuelle Trends im Shopping. Wenn wir uns anschauen, wie denn sich die Landschaft im Einkauf so verändert, dann merken wir verschiedenste Dinge. Eines der Dinge ist, dass immer mehr Leute anfangen, Shopping auch online zu betreiben. Das heißt, Online-Shops gibt es natürlich sehr, sehr viele und viele kaufen mittlerweile Waren nicht nur im stationären Handel, im Geschäft ein, sondern auch online. Allerdings, der Handel online wächst relativ stark, die Ausgaben der Konsumenten wachsen aber nur leicht. Das heißt, wenn der Onlinehandel stark wächst und die Ausgaben von uns allen nur leicht wachsen, dann heißt es, dass der stationäre Handel im Grunde genommen Umsätze verlieren muss, weil der Kuchen ja nicht gleich in der gleichen Größe wächst. Das heißt aber auch, dass Geschäfte auf gleicher Fläche oft weniger Umsatz machen. Und weniger Umsatz auf die gleiche Fläche heißt, dass sozusagen das Geschäft teurer wird für denjenigen, der so ein Geschäft betreibt. Und was wir alle merken ist, dass es mitunter Geschäfte gibt, die dort oder da dann auch zusperren. Und wo wir früher florierende Handelsstraßen gehabt haben, sind weniger Geschäfte und das ein oder andere Geschäft sperrt vielleicht auch zu. Besonders schwierig ist es natürlich, wenn die Geschäftsflächen teuer sind und ich nicht die entsprechende Frequenz habe. Da unten am Graben sind die Geschäfte extrem teuer. Ich habe aber natürlich auch eine relativ große Frequenz unten und da rennt ständig wer vorbei. Allerdings, die meisten von uns werden sich wahrscheinlich die Dinge, die da unten angeboten werden, nicht leisten können oder wollen, weil wenn man in die Geschäfte reinschaut, dann sieht man tollste Sachen, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht gerade bei, weiß ich nicht, der IWC, die da die Nachbarn sind, zuschlagen und sich gleich eine Uhr um 5.000 Euro kaufen oder mehr. Was man aber auch bemerkt ist, Shoppingcenter sind in der Vergangenheit im Grunde genommen die Lösung gewesen. Wir kennen sie alle, das bekannteste Shoppingcenter Süd. Ich habe bei mir im Westen das Auhof-Center, das gerade verdoppelt hat in den letzten Jahren. Im Norden ist einiges dazugekommen. Also in der Vergangenheit ist es eigentlich immer so gewesen, dass die Shoppingcenter aufgrund des Angebots, das dort ist, vor allem auch des Angebots rundherum, um die Geschäfte, Kino, Unterhaltung, andere Dinge, Essen, das dort passiert, die Leute angezogen haben und gewonnen haben. Was man jetzt in der letzten Zeit sieht, ist, dass die Shoppingcenter nicht mehr so stark wachsen, wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben. Was aber auch ein bisschen ein Gegentrend ist, den ich auch persönlich bemerke, ist, dass Leute oft hergehen und sagen, ich mag aber wissen, was ich kaufe. Besonders auch im Lebensmittelhandel ist es oft so, dass die Leute dann sagen, ich gehe lieber zu meinem bekannten, weiß ich nicht, Bio-Bauernhof, zu dem ich einkaufen gehe, weil da weiß ich, was ich kriege. Das heißt, diese Lokalität, der Trend, lokal einkaufen zu gehen, auch, dass ich zu einem Händler gehe, sage, bei dem bin ich gut beraten, den mag ich gern, da habe ich ein gutes Verhältnis zu ihm. Aus meiner Sicht ist das ein Trend, der jetzt wieder stärker kommt. In den vergangenen Jahrzehnten war das ein bisschen weniger der Fall. Da war es hauptsächlich billig und hauptsächlich zentral erreichbar und hauptsächlich bequem. Also ich sage, diese Lokalität ist etwas, was persönlich ich auch merke, dass sehr viele Leute schauen, in diese Richtung zu gehen. Vielleicht ein bisschen was Theoretisches jetzt. Verkaufsprozess. Das ist das, was sich die Unternehmen anschauen, wenn sie sagen, ich möchte euch etwas verkaufen. Das erste ist Awareness, Englisch Begriff. Wie merke ich überhaupt sozusagen, dass es Produkte gibt?
wie merke ich überhaupt, welche Produkte es gibt, welche Eigenschaften diese Produkte haben, diese Dinge. Da ist im Grunde genommen die klassische Werbung, Artikel in Zeitungen, mittlerweile vielleicht Blogartikel, all diese Dinge, wo ich einfach einmal drauf komme, dass es überhaupt diese Produkte gibt und dass ich die kaufen könnte. Der nächste Schritt ist Consideration. Consideration heißt, ich schaue mir an, ob das Produkt für mich überhaupt in Frage kommt. Das heißt, ich interessiere mich für das Produkt, ich schaue mir vielleicht unterschiedliche Produkte auch an, ich vergleiche und ich versuche mir eine Meinung zu bilden, was ich kaufe. Dann kommt der Punkt, um den sich im Normalfall früher auch immer gedreht hat, am allerwichtigsten, nämlich der Verkaufsabschluss. Ich kaufe ein Produkt, ich habe mich entschieden und ich möchte es haben. Dann geht es weiter mit dem Thema im Bereich Service, weil der Verkauf ist nicht sozusagen der Ende der Fahnenstange, weil ich muss versuchen als Händler, dass der Käufer bei mir ein gutes Einkaufserlebnis hat, dass er sich gut betreut fühlt und dass er nicht einmal kauft und nie wieder, sondern dass er nachher sagt, wow, das war ein tolles Verkaufserlebnis, da möchte ich sozusagen wieder kaufen und mir ist das auch was wert dafür, dass ich sozusagen so behandelt werde. Das ist der Themenbereich Service. Da geht es um Themen wie Lieferung, Aufstellung, Nachbetreuung vom Kunden und ein wahrscheinlich sehr oft unterschätzter Bereich, Problem oder Beschwerde. Problem oder Beschwerde ist aus Sicht des Verkäufers manchmal etwas Unangenehmes, aber in Wirklichkeit ist es die Chance, auch sich selbst zu positionieren, dass ich sage, ich bin derjenige, der da hilft, wenn du ein Problem hast. Und genau diese Beschwerde oder das Problem ist oft auch die Chance, emotional sich sozusagen mit dem Kunden zu verbinden und zu sagen, ich kriege dort mehr, als ich woanders kriegen würde. Und dann geht es in den Themenbereich hinein, wie kriege ich den Kunden dazu, dass er bei mir wieder kauft. Da gibt es Dinge, Loyalty nennt man das auf Englisch, da gibt es unterschiedlichste Kaufbindungsprogramme, Kundenkarten, die ihr wahrscheinlich alle zuhauf in euren Geldbörsen stecken habt, Bonusprogramme, wenn ich mehr einkaufe, bei der Tankstelle die Punkte, die ich sammle, wenn ich dort öfter tanke, an Veranstaltungen, wo ich meine Kunden einlade, Empfehlungen, die andere Kunden machen. Da geht es immer dann darum zu sagen, wie bringe ich sozusagen meinen zufriedenen Kunden dazu, dass er bei mir am Schluss wieder kauft. Ich habe jetzt das Ganze ein bisschen simplifiziert und das stimmt sicher nicht ganz, aber im Grunde genommen gab es früher zwei Dinge. Es gab das Geschäft, wo ich reingegangen bin und was gekauft habe. Ich habe absichtlich ein Geschäft genommen, das es nicht mehr gibt. Im 10. Bezirk, der Tlapa, großes Kleiderhaus, hat, glaube ich, Anfang dieses Jahres zugesperrt. Und auf der anderen Seite gab es halt die Medien, Postwurfsendungen, andere Dinge und wir konnten uns ja alle nicht mehr wehren von irgendwelchen Prospekten, die bei uns gelandet sind. Fernsehwerbung natürlich, Zeitungen da drinnen, aber das war im Grunde genommen die Aufteilung, die Werbebranche und die Verkäufer und die Geschäften und das war eigentlich ein einfaches Leben. Was hat sich geändert seitdem? Das Ganze ist sehr viel komplexer geworden. Und ich habe auf der rechten Seite Google stehen. Als Konsument fragt man sich oft, warum jetzt Google da irgendwie bei Werbung steht. Aber Google ist eine Werbefirma, Google ist keine Suchmaschine. Das ist das, was wir uns als Konsument oft nicht sozusagen im Hinterkopf halten. Aber Google muss Geld verdienen und wir zahlen Google für Werbeanfragen nichts. Das heißt, das Geld muss woanders herkommen und Google ist sehr oft der Anfang eines Verkaufsprozesses, nämlich ich gehe auf Google und sage, ich möchte was kaufen. Spannenderweise ist aber nicht nur Google der Anfang eines Verkaufsprozesses, da unten haben wir auch Amazon stehen als eines der Beispiele. Viele Leute gehen heute gar nicht mehr auf Google und suchen ein Produkt, sondern gehen sofort auf Amazon und suchen auf Amazon ein Produkt. Weil ich denke, dass es bei Amazon angeboten wird und ich verwende Amazon als Produktsuchmaschine. Im Bereich der Werbung haben wir Facebook dastehen. Auch Facebook ist ein Werbeunternehmen und nicht ein
Netzwerk, damit wir uns super unterhalten können, weil auch dort wiederum, wir zahlen nichts dafür, dass wir unsere Freunde dort in Kontakt sind, dass wir unsere Urlaubsfotos posten, damit wir unseren Freunden erzählen, wo wir gerade sitzen und was wir tun. Facebook verdient sein Geld mit Online-Werbung und damit das Leute im Nachhinein etwas kaufen können. Einer der Themenbereiche, das auch sehr, sehr stark wurde, ist Beratung. Früher war es ganz, ganz notwendig, dass ich beraten werde, bevor ich mich entscheide dafür, ein Produkt zu kaufen. Ich konnte nicht ins Internet gehen und sagen, wer hat welche Erfahrungen denn damit gemacht. Das heißt, der Beratungsprozess war früher ausschlaggebend bei vor allem teuren Anschaffungen dafür, dass ich mir nicht irgendeinen Blödsinn gekauft habe und zu Hause erst dann draufgekommen bin, nachdem ich das Ding halt schon gehabt habe. Heute ersetzen diese Sterndaten, die ich da hingegeben habe, oft Bewertungssysteme im Online-Bereich die Beratung, weil ich verlasse mich drauf, wenn 100 Leute gesagt haben, das ist eine klasse Geschichte und nur zwei negative Erfahrungen gemacht haben, dann werde ich hoffentlich einer von den 100 und nicht einer von den 2 sein. Bewertungssysteme sind in dem Bereich eben ganz, ganz wichtig. Dann habe ich Preisvergleichsplattformen. Und früher habe ich halt einfach irrsinnig viel Prospekte sammeln und vergleichen müssen, wo ich schauen habe müssen, welcher Händler ist billiger, vielleicht ein bisschen spazieren fahren, schauen, wo ich was um welchen Preis kriege. Heute ist es nichts einfacher als das, den günstigsten Händler ausfindig zu machen. Es gibt Preisvergleichsplattformen wie Geizhals, aber auch Amazon selber ist ja eine Preisvergleichsplattform, wo ich unterschiedlichste Händler drinnen habe und sehen kann, wer was um welchen Preis anbietet. Das heißt, für einen Händler ist es natürlich irrsinnig schwierig, weil der Kunde, der ein Produkt kaufen will und sich schon entschieden hat, für den ist das ausschlaggebendste Merkmal oft einfach nur mal, wer hat es zum billigsten Preis. Und dann hole ich mir es dort. Es ist natürlich auch für den Händler schwierig, weil ich habe Handelsunternehmen, die sehr, sehr gute Beratung anbieten. Und es gibt auch durchaus einige, und bitte nehmt euch selber bei der Nase, die irgendwo in ein Geschäft einwandern, sich dort toll beraten lassen und dann auf Geizhals gehen und es beim billigsten kaufen. Das Problem ist, der Berater, der euch beraten hat und einen guten Job gemacht hat, der muss ein Geld verdienen und den muss man irgendwie zahlen. Und das wird natürlich über den Preis bezahlt, den ich für ein Produkt zahle. Also es ist irrsinnig schwierig sozusagen, wie ich das Geld für einen guten Berater kriege, wenn der Kunde ausschließlich über Preissuchmaschinen sich den günstigsten Anbieter aussucht und einfach dann dort bestellt. Für die Servicekette ist aber nicht nur sozusagen jetzt der eigene Kundendienst zuständig. Wenn ich mal eine Küche kaufe, dann kommt der Küchenhersteller und montiert mir die Küche. Das ist entweder er selber oder einer seiner Subunternehmer. Meistens steckt er aber im Quandel von der Küchenfirma. Und das ist für mich sozusagen der Mitarbeiter dieser Firma oder Haushaltsgeräte oder andere Dinge. Heute ist aber oft auch einfach unsere liebe Post oder ein Paketlieferant quasi der verlängerte Arm der Firma, wo ich es gekauft habe. Und wenn ich mich über die DHL oder die Post ärgere, dann ärgere ich mich eigentlich über die Firma, wo ich es gekauft habe. Weil das halt vom gesamten Prozess, von der gesamten Erlebnis, vom Verkaufserlebnis halt nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und dann ist natürlich auch oft so, dass ich gerade im Fernabsatz, also im Onlinehandel und Kataloghandel, halt auch nicht mit Mitarbeitern von den Firmen selbst rede, sondern irgendwo in einem Callcenter lande. Und auch der Callcenter-Mitarbeiter ist natürlich, wird empfunden als ein Mitarbeiter dieses Unternehmens. Und je nachdem, wie gut mich der behandelt und wie gut mir der weiterhilft, wird er dabei mithelfen, ob ich bei dem Händler jemals wieder was kaufe oder doch nicht. Also um jetzt aus dem Handel rauszugehen, aber die Telekom-Unternehmen, die teilweise über Callcenter gearbeitet haben und arbeiten, sind oft ein Negativbeispiel von dieser Customer Experience, wie man es auf Englisch so schön nennt, gewesen, weil da hängt man halt sehr lang in der Hotline und wenn man dann endlich wen erreicht hat, dann kennt sich keiner aus. Also genau dieses Erlebnis ist etwas, was man als Käufer gerne nicht haben wollen würde. Ich habe jetzt diese 5 Schritte waagrecht aufgezeichnet. Und in Wirklichkeit ist das Einkaufen nicht unbedingt etwas, das 100% online oder physisch funktioniert. Es ist immer ein Mix von
unterschiedlichsten Dingen. Das heißt, Radio- und Fernsehwerbung als Beispiel oder Zeitungen oder Plakate gibt es heute noch immer. Sind natürlich auch ein Teil meiner Experience. Also wenn ich gerade im Stau stehe und ein Plakat sehe, dann kann das vielleicht triggern, dass ich sage, okay, klasse, super, Firma, ich wollte was kaufen und muss ich dann schauen, wo ich dazu komme. Oder eine Radio- oder eine Fernsehwerbung oder eine Zeitung oder Artikel, den ich irgendwo lese. Dann könnte es sein, dass ich halt über soziale Netzwerke, über Google, über Newsletter von Unternehmen informiert werde und die Awareness bekomme, dass es diese Produkte gibt. Bewertungen, Vergleiche der Produkte, Blogartikel, vielleicht kommt dann irgendwann einmal noch eine Postwurfsendung dazu. Ich gehe ins Geschäft und schaue mir das an. Das wäre so ein Klassiker. Ich bin zuerst im Geschäft und gehe dann online kaufen. Ne? Die Website vom Hersteller, auf der ich dann lande, das ist alles Teil meiner Experience, wie man so schön auf Englisch nennt. Und ich muss schauen, wenn ich eben ein Produkt unterbringen möchte, wie ich all diese Berührungspunkte nutzen kann. Und ich muss eigentlich in all diesen Punkten eine positive Experience, Erfahrung haben. Wenn irgendwas da dazwischen schief geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo anders lande, relativ hoch. Also wir kämpfen momentan gerade in der Digital Society mit unserem Blog oder mit unserem Forum, weil das Forum ist langsam. Als Händler kann ich mir das nicht leisten, weil als Händler, wenn ich auf der Webseite aufschlage und ich habe dort einen langsamen Bestellprozess, dann vielleicht gebe ich ihm eine Minute, aber dann bin ich weg. Das heißt, all diese Dinge, die physischen Dinge im Geschäft, wenn der Berater unfreundlich ist oder für mich keine Zeit hat, bin ich weg. Also immer, wo ich ein negatives Erlebnis habe, ist die Gefahr, dass ich sozusagen abspringe, relativ groß. Ich muss sozusagen ein positives Erlebnis für euch schaffen, damit ich zum nächsten Punkt komme. Und genau das sozusagen muss sich der Verkäufer überlegen, wie er sozusagen auch mit dem Technologiemix und wie er sozusagen auch mit den physischen Touchpoints, Berührungspunkten mit dem Einkäufer umgeht und wie er sozusagen das nutzt. Einer der größten Vorteile von Online-Händlern ist, dass ich meinen Kunden im Grunde genommen kennen kann bis auf die Unterhose. Früher, wenn ich in ein Geschäft reinmarschiert bin, am Land draußen, hat mich der Verkäufer genau kennt. Mein Kreisler hat gewusst, ich will das haben, hat mir das schon hergerichtet früher, hat es angeschrieben, hat mir es in den Sackerl gegeben. Der hat genau gewusst, dass ich am Wochenende, weiß ich nicht, Schnitzel mache und das beste Kalbfleisch herkriege dafür. Die kannten einen. Der Supermarkt oder das Shoppingcenter hat das Kennen verloren, weil dort bin ich reingegangen, um ganz schnell, möglichst viel in kurzer Zeit in meinen Wagen zu räumen und möglichst schnell wieder zu Hause zu sein und zu schauen, dass ich weiterkomme. Und in Wirklichkeit online bietet man das, wieder zurückzukommen dorthin, wo der Kreisler war, der mich genau gekannt hat und alles von mir gewusst hat. Und genau das versuchen natürlich die Online-Händler bestmöglich zu machen. Und je mehr der Kunde bei mir einkauft und je mehr er sich bei mir online bewegt, desto mehr kann ich natürlich auch von ihm wissen. Das heißt, in dem Bereich haben natürlich auch die großen Online-Händler, Amazon als Beispiel, viel mehr Möglichkeiten, weil ich natürlich ihnen viel mehr an Informationen gebe. Aber auch die Werbung, Google mit einem Marktanteil von, weiß ich nicht, 90% oder über dem an Suchmaschinen-Traffic, ist ein Marktführer in dem Bereich. Oder im Bereich der sozialen Netzwerke und der Verbindungen ist es halt einfach Facebook. Die wissen sehr viel über euch. Und das, was im Grunde genommen das ist, was deren sozusagen Wert ist, ist das Wissen über euch zu haben. Und sowohl Google merkt sich jede einzelne Suche, die ihr dort abgebt, Facebook merkt sich mit jedem, den ihr in Kontakt seid, Facebook merkt sich, wo ihr sozusagen gerade seid, und Amazon merkt sich alle eure Suchanfragen und welche Produkte ihr gekauft habt, was ihr wieder zurückgeschickt habt und andere Dinge. Das heißt, mit diesem Wissen zusammen muss ich natürlich auch als Händler konkurrieren, wenn ich dieses Wissen nicht habe. Das macht es natürlich auch relativ schwierig. Ist ein Fehler.
Die Frage war, warum Twitter auf der physischen Seite ist. Das war ein Fehler. Es gehört natürlich oben hin, aber es ist halt einfach irgendwann runtergerutscht beim Designen. Muss man korrigieren. Vorteile der Kanäle. Es gibt natürlich auch Vorteile. Also online ist nicht das Allheilmittel und der stationäre Handel ist nicht das Allheilmittel. In Wirklichkeit besteht es aus einer Kombination der beiden Kanäle. Und wenn ich mir das anschaue, dann gibt es bei beiden der Kanäle, ob ich ins Geschäft gehe oder ob ich Onlinehandel nutze, Dinge, die von Vorteil sind. Der stationäre Handel hat den Vorteil, dass ich kaufen kann mit allen Sinnen. Wenn ich in ein Geschäft reingehe, dann ist dort nicht nur die Ware, die ich angreifen kann, die schauen kann, ob es mir gefällt, haptisch, an der ich vielleicht riechen kann, die ich vielleicht da beim Essen kosten kann. Das ist einfach Einkaufserlebnis mit allen Sinnen. Im stationären Handel betreibt man dadurch auch zum Beispiel Geruchsdesign. Es gibt Geschäfte, die einen bestimmten Geruch haben, wenn ihr reingeht, die sozusagen auch an dieser Marke erkannt werden. Die bemühen sich dazu, sozusagen, auch wenn es ein Quantgeschäft ist, ein bestimmtes Erlebnis zu generieren. Die Plakate, die ich da drinnen hängen habe, die Bilder, die ich sehe, das Ausstattungsmerkmale, das ist Kaufen mit allen Sinnen. Musik, die ich habe, alles, ja. Alles, ja. Also das trägt natürlich dazu bei, dass ihr eine Bindung zu diesen Produkten aufbaut, weil wenn ich dort reingehe und das riecht gut und das erweckt, weiß nicht, Kindheitserinnerungen bei mir oder was auch immer, das ist einfach, fühlt sich viel besser an. Das Erlebnis fällt mir beim Online komplett, das kann ich auch im Online nicht quasi nachgenerieren. Das Zweite, was für mich irgendwie total wichtig ist, ist sofortige Mitnahme. Ich bin ein Typ, der sich lange überlegt, ob er was kauft, aber wenn ich mir entschieden habe, dass ich das Zeug jetzt will, dann will ich es jetzt und gleich. Nächster Tag ist schon schwierig für mich. Ja, also ich brauche zwar 3 Wochen, bis ich mich durchgekämpft habe und bis ich mir überlegt habe, dass ich mir diese Anschaffung jetzt leiste, aber wenn ich es haben will, dann will ich es jetzt haben. Die Beratung, die wir vorher gesprochen haben, dass ich jemanden habe, der sich auskennt, der mir hilft, aber auch das Kauferlebnis. In Shopping-Centers zum Beispiel, dass dort ein Kino ist. Ich gehe einkaufen, gehe dann auch ins Kino, gehe dann auch essen. Das Ganze ist ein Erlebnis, das sozusagen gestaltet wird. Vielleicht ein Kochkurs, den ich dort bekomme, Rezepte, die ich mitnehmen kann, Dinge, die mich halt einfach sozusagen dort auch in eine positive Stimmung versetzen können. Und das Vertrauen zum Verkäufer. Wenn wir uns wieder den Kreisler zurückrufen in der kleinen Ortschaft am Land früher, der hat mir vertraut, weil der hat es anschreiben lassen und ich habe ihm vertraut, dass er mir nichts verkauft, was er nicht selber kaufen würde. Genau das Gleiche habe ich natürlich auch, wenn ich einen Händler habe, zu dem ich ein hohes Vertrauensverhältnis habe, zu dem ich eine emotionale Bindung habe, dann hilft es natürlich mit, in diesem stationären Bereich erfolgreich zu werden. Dann gibt es Dinge, da kann der stationäre Bereich, der Handel, das Geschäft nicht mit. Wenn ich einen Onlinehandel betrete, dann ist das 24x7 offen. Die Geschäfte müssen zusperren. Sie dürfen auch gar nicht offen halten, 7x24. Und ich kann halt nicht, wenn ich ein Bedürfnis habe, um 3 in der Früh gerade jetzt irgendwas bestellen. Die Angebotsvielfalt, der sogenannte Longtail, da kommt nachher dann noch eine Grafik, aber es gibt kein Geschäft, das so viele Produkte in seinem Geschäft stehen haben kann, wie zum Beispiel Amazon in seinem Online-Geschäft. Physisch nicht möglich, weil das Geschäft war so groß, dass ich da drinnen nichts finde mehr. Das heißt, ich finde dort Dinge, die ich sonst nirgendwo finde. Ein gutes Beispiel habe ich letztens gehört am IDE von der Wirtschaftskammer. Da wurde erzählt, dass jemand einen Krauthobel gesucht hat. Ist doch was typisch Wienerisches, ein Krauthobel. Denkt man, sollte man doch in Wien kriegen. Wo findet man sowas? Also der Leiner, glaube ich, hat es nicht gehabt. Aber Amazon, wenn ihr sucht, findet ihr es. Und lustigerweise ist es dann irgendein deutscher Hersteller, der halt Krauthobeln produziert und die halt über Amazon vertreibt. Ja. Also das sind so Probleme, wo kriege ich dieses Zeug? Weil eigentlich denkt man sich, Wien, Krauthobel, das müsste es doch irgendwo geben. Wahrscheinlich gibt es das auch, aber wo finde ich das? Vielleicht, ja. ja.
Aber wie gesagt, das ist eine Schwierigkeit. Ja? Dann haben wir die Online-Bewertungen, weil beim Händler muss ich meinem Händler meines Vertrauens vertrauen. Bei den Bewertungen habe ich halt sehr viele Leute, die dort berichten, wie es einem ergangen ist. Problem bei den Bewertungen natürlich ist, dass die auch gefaked sein können. Dort gibt es natürlich auch findige Händler, die online sich bewerten lassen, in höchsten Tönen und irgendwie halt nichts dahinter. Die Gefahr habe ich natürlich auch bei diesen Bewertungen. Und online habe ich den großen Vorteil vom kostenlosen Versand und der Rücknahme. Das Spannende ist, das müsste ja nicht so sein. Aber der Kunde erwartet, dass er das Zeug kostenlos geliefert kriegt und dass er es wieder kostenlos zurückschicken kann. By the way, dieser Punkt ist in Wirklichkeit der größte Pferdefuß für den Onlinehandel, weil bei manchen Dingen ist halt auch die Rücksendequote sehr, sehr hoch. Beispiel Bekleidungen. Gibt es viele Leute, lassen sich halt 3 Quantgrößen schicken, probieren es dann aus und schicken alle 3 wieder zurück, weil es ihnen nicht gefallen hat. Ne? Passiert natürlich. Und genau das verursacht beim Händler relativ hohe Kosten. Wenn ich im Geschäft bin und dort 3 ausprobiere und das 4. kaufe, dann verursacht das viel weniger Kosten zusätzlich, weil das Geschäft ist ja darauf aus, dass es sozusagen genau das tut. Das sind relativ alte Zahlen. Ich habe keine neueren gefunden, die ich gratis da verwenden können dürfte, weil diese Zahlen muss man alle normal verkaufen. Diese Statista-Zahlen sind aus dem 2012er Jahr, aber was man sehr schön sieht dabei ist, dass sich von 2007 auf 2012 im Grunde genommen die Umsätze verdoppelt haben vom Online-Bereich. Man kann davon ausgehen, dass das im Grunde genommen über die Zeit so weitergeht. Das heißt, ich habe diese eben sehr, sehr starken Umsätze in diesem Bereich und man sieht natürlich auch sehr schön an den Produktsparten, die ich habe. Wohnen und Einrichten ist weniger stark als Elektro- und Elektronikartikel. Ist auch verständlich, weil die sich mit Elektronik beschäftigen und das Zeug kaufen, sind eher technikaffin und die tun sie leichter mit diesen Dingen und das Zeug ist natürlich auch leichter verschickbar. Weil ein Handy, wenn ich mir bestelle, das ist eine kleine Schachtel. Wenn ich mir eine Sitzgarnitur bestelle, dann ist das irgendwas eher Größeres und das muss erst einmal zu mir ins Haus kommen. Also auch über die Produkte hinweg gibt es sozusagen unterschiedlich starke Zulauf zum Onlinehandel. Was natürlich auch ein Bereich ist, was noch relativ schwach ist, ist der Bereich der Lebensmittel. Lebensmittel gibt es manche, die sind gar kein Problem, die zu verschicken. Dosen als Beispiel. Wenn ich mir aber Frischmilch bestelle und das heute beim heutigen Tag bei mir zu Hause ankommen soll, ohne dass gleich sauer ist, ist eine Herausforderung. Diese Herausforderungen sind die Händler auch dabei gerade zu lösen. Ich habe unlängst im Fernsehen einen Bericht gesehen über Styroporboxen mit Kühleinlagen, wo man dann so eine Styroporbox zuschicken lassen kann, die dann gesichert auch die Milch am selben Tag sozusagen nicht sauer in meinen Eiskasten bringt. Aber ich habe halt dort einfach größere Probleme zu lösen. Auch eine bisschen ältere Folie, weil die Technikaffinen unter euch werden finden, dass da der Ditech noch drunter ist. War 2013 und der Ditech war einer der Top 10 Online-Handelsunternehmen in Österreich. Aber man sieht, Amazon ist dabei unschlagbar an erster Stelle. Auch das hat sich nicht stark verändert. Was eigentlich spannend ist, ist, dass Versandhandelshäuser, die eigentlich aus dem Bereich kommen, wie Universalversand oder Otto, es nicht geschafft haben, der Erste aus der analogen in der digitalen Welt zu sein. Weil die sind ja eigentlich, kommen ja aus der Welt, Katalog, schauen, bestellen, schicken lassen. Ja? Na, das Thema ist natürlich, dass wenn ich aus einer Welt komme, ich Schwierigkeiten habe, mein Geschäftsmodell zu ändern. Das ist immer so der Öltanker, der unterwegs ist, der tut sich irrsinnig schwierig, sozusagen seine Richtung zu ändern. Ja, sie haben es eh ganz gut hinbracht, sie sind noch immer vorne dabei, aber sag einmal, die hätten natürlich tolle Vorteile gehabt, wenn sie es genutzt hätten, als allererstes dort aufzuschlagen. Und man sieht dort, dass oft auch eben Newcomer und Amazon ist viel später gekommen als diese Unternehmen, es leichter haben, von Grund auf sozusagen nach vorne zu kommen. Weil die einfach auf nichts Altes Bestehendes Rücksicht nehmen müssen.
Long Tail. Ich habe vorher gesagt, dass der Themenbereich Long Tail, das heißt Produkte, wo kriege ich denn die, ist ein ganz großes Thema. Und der Händler teilt im Normalfall Produkte in A-Produkte, B-Produkte und C-Produkte ein und schaut sich an, wie viel Umsatz mache ich denn mit diesen Produkten. Und die A-Produkte sind die, mit denen ich meinen meisten Umsatz generiere. Das sind die, die immer gängen, das sind die, mit denen ich sozusagen am meisten Geschäft mache. Und wenn man sich anschaut, da habe ich bei meinen A-Produkten 80% Umsatz, bei meinen B-Produkten, das sind die, die auch noch ganz gut gängen, aber halt nicht mehr so toll wie die A-Produkte, habe ich 20% Umsatz, fast, und die paar Prozentalen, die da überbleiben, also die 77 auf 80 und die 18 auf 20, verteilen sie dann sozusagen auf den Longtail nach hinten und das sind all die anderen Produkte. Und das ist eben der Krauthobel. Krauthobel verkaufe ich keine, weil wer reißt in Österreich noch ein Kraut selber? Damit gibt es in kein Geschäft mehr, weil halt ich mit dem keinen Umsatz machen kann. Und diese Produkte verbrauchen aber, wenn ich es in meinem Geschäft liegen habe, natürlich Regalfläche. Wenn ich dort andere Produkte hineinstelle, ist die Chance, dass ich das loskriege, viel größer. Das heißt, die Produkte, die da so in diesem Longtail drinnen sind, sind eben Produkte, die ich oft dann in einem normalen Geschäft nicht finde, außer es ist halt irgendein totaler Spezialist auf einem Gebiet, der sich genau auf, weiß nicht, Küchengeräte in dem Segment fokussiert. Und der hat dann natürlich auch eine Marktnische und kann dort natürlich auch der Kaiser sein, weil alle, die in Wien einen Krauthobel kaufen, wissen, dass das dort gibt. Awareness, Marketing und Werbung. Was vielleicht für viele überraschend ist, ist, dass im Jahr 2011 oder 2012 begonnen hat, sich, das sind amerikanische Zahlen, die physische Werbung, Printwerbung, vom Online überholt zu werden. Und wenn man sich überlegt, dann ist das ein Riesenproblem für Zeitungen. Früher hat sich eine Zeitung in Wirklichkeit fast ausschließlich über Werbungen und Inserate in den Zeitungen finanziert. Das bisschen, was ich da in den Sonntagssammelbecher schmeiße, hat die Zeitung nicht zahlt. Ja? Und die Zeitungen sind aus dem Grund des Onlinehandels und der Online-Werbung in ein riesiges Problem eingeschlittert, dass die sozusagen Werbekundschaft verloren haben. Und wer hat das aufgefangen? Google, das war da eines der großen Themen, und Facebook. Facebook-Werbeumsätze, der blaue sind die Kunden, die Facebook auf PCs nutzen. Die dunkelblauen sind die, die Facebook auf Mobiltelefonen nutzen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, seit 2012 bis Q1 2015 ist eigentlich das komplette Wachstum von Facebook ausschließlich von den Mobiltelefonen gekommen. Und das ist auch ein großer Punkt. Verkauft wird heute auch vorwiegend mobil. Das heißt, wenn ich tolle Webseiten habe, die aber mobil nicht anschaubar ist, dann bin ich eigentlich draußen. Dann bin ich nur sozusagen da unten, dieser blaue Bereich, und ich lasse die dunkelblauen alle außen vor. Das heißt, die Leute, die heute in der U-Bahn sitzen, lesen heute auf ihrem Smartphone, machen Apps auf dort, finden irgendwas, recherchieren, nutzen die Zeit, wenn sie unterwegs sind. Und das ist halt sehr, sehr oft auch im mobilen Bereich jetzt. Was auch spannend ist, wenn ich meine Kunden erreichen möchte, habe ich auch ein schönes Zitat gehört von jemandem, der gesagt hat, ich habe zwar einen Online-Shop, der Online-Shop ist aber im 10. Bezirk in einer Seitengasse. Da geht kaum wer vorbei. Also nicht alleine, dass ich einen Online-Shop habe, ist ja ausreichend, dass ich gefunden werde, sondern das Problem ist, wie schaffe ich es, dass Kunden bei meinem Online-Shop vorbeigehen und dann bei mir kaufen. Und eine der Thematiken ist natürlich, in Google gefunden zu werden, was früher das ultimative Thema war, Facebook-Werbung zu machen, um gefunden zu werden. Und eine der Möglichkeiten ist, das sieht man oft als Konsument nicht, Amazon ist ja nicht Amazon als Händler, sondern Amazon ist auch eine Produktsuchmaschine. Und hinter Amazon stecken Millionen von Händlern, die eigentlich Amazon nur als Auslage nutzen. Und das ist
im Grunde genommen etwas, was ich als Händler nutzen kann, damit ich meine Produkte in die Auslage legen kann. Das Ganze nennt sich Amazon Marketplace und Amazon Marketplace heißt, dass die Firma Waren im Amazon Shop einstellt und der Verkauf der Waren von Amazon erfolgt. Der Versand erfolgt, wenn ich nur Marketplace nutze, noch immer von mir selber. Das heißt, ich habe zu Hause, weiß ich nicht, eine Seifenproduktion. Ich produziere handgemachte Seifen, ich stelle das in Amazon hinein. Kunde kauft über Amazon, ich kriege eine Nachricht, dass das verkauft wurde, ich packe es ein und verschicke es. Bitte. Ich habe nicht verstanden, warum es notwendig ist, dass die Kunden auf Online-Shop vorbeigehen. Naja, die Frage ist, warum geht ein Kunde am Online-Shop vorbei? Woher soll der Kunde wissen, dass ich, weiß ich nicht, meineseife.at, dass den Online-Shop gibt? Wie findet mich der Kunde überhaupt? Auf der Seite wird er darauf hingewiesen. Wichtig ist, dass er irgendwie aufmerksam ist. Ja, genau. Ist aber das nicht notwendig, dass der Online-Shop starke Frequenz, doch, physische Frequenz. Doch, weil der Online-Shop muss einen Kunden dazu bringen, dass ich überhaupt einmal auf diese Seite komme und dass ich dort überhaupt weiß, dass dort Produkte angeboten werden. Weil wenn ich einen Online-Shop ins Internet stelle, meineseife.at, ich produziere daheim handgemachte Seifen, woher weißt du, dass meine Webseite meineseife.at ist und dass ich ganz tolle Lavendelseifen produziere, die es nur bei mir gibt? Ein Beispiel ist zum Beispiel Zalando. Ja? Ich glaube, die Kunden von Zalando wissen zu 99% nicht, wo das Unternehmen sich befindet. Und das geht's nicht. Ich muss die Webseite von Zalando einmal finden. Seine Sache im Online-Shop im 10. Bezirk, das war eine Allegorie. Ja. Das Thema ist der Online-Shop liegt irgendwo, wo Online-Verkehr niemand vorbeigeht. Ja. Also ich habe da das gleiche Problem wie in der physischen Welt. Ja. Genau, nicht so wörtlich. Ja. Ja, irgendwo in einer Seitengasse sozusagen, weil wenn ich ein physisches Geschäft habe und in einer Seitengasse das Geschäft habe, dann muss ich zuerst einmal die Leute dazu bringen, dass sie zu mir kommen. Weil zufällig vorbeigehen wird niemand. Das ist so der Vergleich. Und das gleiche Problem habe ich beim anderen Job. Nur ein konkretes Beispiel. Es gibt einen führenden Händler bei uns in Südbaden, der macht Fotozubehör. Ja? Die Firma heißt Sagafoto. Eine super Website, super Verkehr. Du findest die Produkte von denen genauso auf Amazon Marketplace, weil halt auf Amazon Marketplace jemand nach dem Produkt sucht. Und nicht, gar nicht in den Sinn kommt, dass der Sagafoto bei ihm ums Eck das Ganze haben kennt. Ja? Obwohl er eine eigene Website hat, eigene Logistik und alles. Das ist halt für mittlere bis kleine Händler extrem interessant, die eigene Präsenz haben, aber nicht Marktmacht haben, dass sie beim Produkt zu früh assoziiert finden werden, wenn die mehr im Verleih sucht. Und der Vorteil von dem Geschäft ist, wenn das in Wien ist, dann wäre ich über Amazon gefunden, sehe ich dort, ist ein cooler Händler, gehe einmal dorthin und vielleicht das nächste Mal kaufe ich schon bei ihm im Geschäft, weil ich weiß, dass er die Sachen hat, die ich suche. Und das ist ja der Weg, quasi die Leute auf mich aufmerksam zu machen. Der zweite Punkt ist, Amazon, wenn ich sozusagen nur den Marketplace verwende, dann ist es so, dass ich den Amazon Prime nicht nutzen kann. Ihr kennt das vielleicht, bei Amazon kann man, ich glaube um 50 Euro raffli im Jahr, sich Amazon Prime nehmen, dann kriegt man mehrere Dinge und eines der Dinge ist, dass man online Filme und Serien und Musik hören kann. Das zweite ist aber, dass Amazon sozusagen sagt, du wirst bei mir bevorzugt behandelt und du kriegst das Zeug, was du bei mir bestellst, schneller. Und genau das kann ich nicht nutzen, klar, weil wenn der Händler selber noch verschickt, dann kann natürlich Amazon Prime dir es nicht schneller schicken. Das ist sozusagen der Punkt. Das heißt, wenn ihr in Amazon sucht und ein Produkt von der Firma Saga findet, dann ist es möglich, dass ich dort sozusagen das Prime-Schild nicht dabei habe, weil sozusagen der es halt selber verschickt noch immer. Aber wie gesagt, Amazon Marketplace ist eben eine Möglichkeit, auf mich aufmerksam zu machen. Eine andere ist es Google AdWords, wir haben es schon gehört. Ich kann Werbung schalten, klassische. Und ich kann natürlich auch über Facebook zum Beispiel Werbung schalten. Das sind die hauptsächlichen Kanäle. Und Geizhals als Preisvergleichsplattform, die hatten wir vorher auch schon. Ja? Also das sind so die Themenbereiche, wie kann ich auf mich aufmerksam machen. Und dann geht es in die Produktauswahl. Produktauswahl
heißt, ich weiß jetzt mal, dass es das Produkt gibt, ich interessiere mich dafür, ich weiß, dass es vielleicht unterschiedliche Produkte gibt und wie wähle ich jetzt das für mich richtig passende Produkt aus. Das Problem, das ich online habe, ist, dass man Produkte heute nicht angreifen kann. Und das ist im Grunde genommen auch ein Bereich, mit dem der Onlinehandel in vielen Bereichen eben kämpft, weil ich muss das Zeug zuschicken, der schaut es an und schickt mir das ganze Graffel wieder zurück. Ich habe einen Haufen Kosten und nichts gewonnen dabei. Der Onlinehandel versucht also aus dem rauszukommen, zu sagen, wie schaffe ich es, das Verkaufserlebnis besser zu bekommen, dass der Kunde weniger zurückschickt. Das Zweite, wenn ich mir ein Auto kaufe, zum Beispiel, dann ist es nicht möglich, in dem Schauraum ein Auto zu finden, das alle Optionen hat, die ich in das Auto reinkonfigurieren kann. Wenn es ein kleiner Händler ist, habe ich sogar Probleme, das Auto in der richtigen Farbe durchzusägen, weil dann hat er immer nur seine Farbtäfelchen und dann ist es schwierig, sie vorzustellen auf einem 10x10 Farbtäfelchen, wie das Auto tatsächlich in der Farbe jetzt ausschaut. Also komplexe Konfigurationen für ein Geschäft sind auch nicht ganz so einfach, nämlich auch dort habe ich das Problem, dass ich in Schauräumen nicht alle Konfigurationsmöglichkeiten anschauen kann. Genau, und da gibt es etwas, das in Wirklichkeit beiden Problemen Abhilfe schaffen kann, nämlich Virtual oder Augmented Reality. Was ist der Unterschied zwischen Virtual und Augmented Reality? Virtual Reality ist, ich setze mir eine Brille auf und ich sehe eine virtuelle Realität. Ich bin ganz woanders. Ja, ich stehe im Urwald und die Schlange schaut mir ins Gesicht. Ja. Das ist Virtual Reality. Augmented Reality ist etwas Ähnliches. Dort stehe ich aber, wo ich stehe, sehe aber zusätzliche Dinge. Ernst. Das heißt, ich stehe im Autogeschäft, setze mir eine Brille auf, sehe nach wie vor meinen Autohändler, aber ich sehe Dinge, die er nicht sieht. Und das ist dieses Beispiel von Volvo. You can do something you could never do before. You can see the soul of the car. You can strip the body out and stay with the skeleton, and you can play around with it. The HoloLens can allow our customers to see features, colors, options. So rather than working on the computer, seeing things, you can be part of the experience. Also als Beispiel von dem haben wir gesehen, ich sehe ein Auto in der Konfiguration, die ich mir wünsche. Ich kann das Auto auseinandernehmen, ich kann mir Details anschauen von dem Ding, ich kann mir anschauen den Schalthebel oder ich kann mir das Handschuhfachel dort anschauen im Geschäft und der Händler braucht in Wirklichkeit nicht einmal ein einziges Auto dort stehen haben. Ich sage, okay, jetzt möchte ich das Ganze mit beige Innensitz haben und das mit schwarze und die Konfiguration verändert sich und ich sehe das sozusagen virtuell. Ich muss mit dem natürlich nicht einmal im Geschäft stehen, sondern ich könnte mir das Ding durchaus auch zu Hause anschauen. Das Problem, warum es hier derzeit im Geschäft passiert ist, weil diese Brille rund 2000 Euro kostet und sich nicht jeder daheim so eine Brille leisten können wird, für arme Auto anschauen. Aber wie gesagt, solche Dinge werden einfach billiger werden in Zukunft und wir werden auch zu Hause oft wahrscheinlich mit so einer Brille vor unserem Kastel sitzen, das dann vielleicht gar nicht mehr existiert, wenn wir es über die Brille sägen und uns Dinge anschauen können. Das ist visuell Dinge darzustellen, auch in 3D und wesentlich besser, als man es derzeit über den Computer kann. Riechen, schmecken, fühlen kann ich damit noch immer nicht. Ja? Aber es ist ein Schritt, der Möglichkeiten bietet eben in diese Richtung. Bei der Auswahl haben wir gesagt, Kundenrezensionen und die meisten von euch werden Amazon schon mal genutzt haben. Ihr wisst dieses Sternesystem, das es hier im Hintergrund gibt und da habe ich mir einen Griller-Drehspieß angeschaut für einen Weber-Grill. Den haben 16 Leute für ganz super empfunden und 3 Leute für ziemlich super und kein einziger hat eine schlechte Kritik dazu gegeben. Also ich würde mal annehmen, wenn ich den Grillspieß kaufen würde, wäre wahrscheinlich, dass er funktioniert, weil noch keiner gesagt hat, das ist ein totales Klumpert. Spannend ist aber, das geht natürlich nur dann, wenn der Handel wirklich auch online passiert. Das heißt, wenn ich über Amazon einkaufe, kann ich das natürlich dann dort auch online bewerten. Eine spannende Geschichte von einem österreichischen Unternehmen, das die Brücke zwischen
physisch und virtueller Welt überbrückt, ist Herold. Gibt es eine sehr nette Referenz vom Herold, die eine Glaserer Firma, die Mager Glas GmbH, die ich hier offen habe, verwendet. Wenn man sich vorstellt, so ein Glaserer hat ein bisschen das Problem, dass natürlich seine Kunden, natürlich junge Leute auch sind, aber wahrscheinlich der Großteil seiner Kunden ist eher im älteren Bereich zu Hause, weil das sind die, die die Glasscheiben besitzen, nicht die, die es einschießen. Und wenn ich einen Glaserer brauche, dann sind die vielleicht auch zwar ein bisschen internetaffin, und wo suche ich, wenn ich einen Professionisten brauche? Also früher, und ich habe da drinnen sogar noch die physische Ausgabe liegen, weil es uns vor 2 Tagen vor die Tür gelegt worden ist, war das das Branchenbuch, und da habe ich unter Glaserer nachgeschaut und den nächsten, der bei mir heute ums Eck war, heute mal angerufen. Ne? Herold macht das jetzt auch noch immer, genauso, gibt die physische Ausgabe auch, hat aber das Bewertungssystem dazu gebracht, sozusagen auch über die gelben Seiten gefunden zu werden. Ich habe die Firma Magerglas da gesucht. Die hat 4,9 Sterne mit 134 Bewertungen und 127 davor haben gesagt, ja, das ist ein cooler Glaserer. Also auch beim Glaserer kann ich dieses Bewertungssystem verwenden, um zu wissen, ob die Firma Magerglas denn cool ist. Jetzt gibt der Herold mir aber auch als Händler eine ganz spezielle Möglichkeit, Kunden zu erreichen, die nie online eine Bewertung abgeben würden, weil so online-affin sind sie nun doch wieder nicht. Es gibt von Herold vorbereitete Kärtchen, die kann ich an jedem Kunden, wenn ich ihn besucht habe, in die Hand drucken und ihm bitten, kannst du mir das bitte ausfüllen, gratis zurückschicken zu Herold. Herold erfasst mir das und ich finde den online dann wieder. Weil natürlich auch bei den Kunden, dass ich den dazu bewege, dass er dann auf Herold geht und nachher dort online reingeht und sagt, na, das war eh eine coole Firma, ist viel schwieriger, als dass der da 3 Kreizeln drauf macht und das dem Mitarbeiter wieder zurückgibt zum Beispiel. Die Kärtchen haben einen tollen Vorteil. Da kann man sich jetzt die Kunden aussuchen, die man es mitgibt. Kärtchen haben einen tollen Vorteil, die Kunden aussuchen, das mitgibt. Ja, das stimmt. Wobei natürlich auch im Online nicht alle Kunden bewerten, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich möchte zum Herold noch was dazu sagen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass man beim Herold, wenn man dort Kunde ist, auch Einfluss nehmen kann auf die schlechten Bewertungen und sie rausnehmen kann. Wollte ich nur dazu sagen. Schlechte Bewertungen rausnehmen war die Frage, kann man beim Herold auch rausnehmen lassen? By the way, das funktioniert bei den meisten Bewertungssystemen und muss auch so sein. Hintergrund dessen ist, was ist, wenn ich auf Amazon gehe und dort eine schreibe, dass der Händler ein totales Drecksprodukt geliefert hat, ich habe es nur noch nie gekauft. Das tut der Mitbewerb manchmal, wenn er unfair ist. Und solche Dinge wären halt gut, wenn man einen Prozess dafür hätte, dass man sagen kann, bitteschön, der hat nie was bei mir gekauft, das ist eine unfaire Bewertung. Oder ich habe ihm eh 3-mal angeboten, dass ich ihm das Produkt austausche, aber er wollte mit mir nicht reden. Also bei solchen krassen Fehlbewertungen gibt es oft in den Bewertungssystemen Möglichkeiten, dass man sagt, es rauszunehmen. By the way, das Gleiche gilt auch für Eigenpositivbewertungen. Also auch wenn man sich selber 20-mal super bewertet, auch dort gibt es die Möglichkeit, diese Dinge, wenn man draufkommt, rausnehmen zu lassen, weil es einfach unfair ist für die Bewertungssysteme. Nächster Punkt, nur ganz kurz angerissen, weil es ein eigener Vortrag heute wird. Das ist ein amerikanisches Beispiel von einer Mikrowelle. Und was wir hier sehen, sind Best Buy, das ist so ähnlich wie bei uns Mediamarkt Saturn oder so, irgendwie in die Richtung gehend. Sears, das ist eine große Supermarktketten und Amazon als Online-Händler. Und hier sehen wir in grün, rot und blau, wie oft sich über den Tag der Preis dieses Produktes, nämlich eines GE Profile Advantium 120 Mikrowelle verändert hat. Und wenn wir schauen, Best Buy und Amazon haben den Preis unterm Tag verändert, Best Buy allerdings nur einmal, Sears gar nicht und Amazon, ich weiß nicht wie oft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Preisveränderungen an einem Tag. Zu dem Thema kommen wir noch in einem eigenen Vortrag, das nennt sich Dynamic Pricing. Das heißt, ich passe mich mit meiner Preisgestaltung in einem Geschäft minutengenau sozusagen an die Einkäufe an. Nicht unbedingt an die Nachfrage, wir werden es dann hören.
Purchase, Kaufabschluss. Ich entschließe mich endlich, nach all den Bewertungsvergleichen, nach Geschäftbesuch, nach Online-Vergleich, das zu kaufen. Dann ist natürlich der Kaufabschluss der wichtigste Punkt für den Händler, weil da macht er endlich ein Geld. Bis jetzt hat es ja nur was gekostet und jetzt nimmt er Geld ein. Das heißt, der erste Punkt ist ganz wichtig, wie komme ich zu meinem Geld? Ein ganz großer Bereich in Deutschland, ich vermute, dass die Ergebnisse auch auf Österreich umlegbar sind, ist, dass der Kauf auch auf Rechnung erfolgt. Das heißt, ich kriege das Zeug zugeschickt, mit einer Rechnung beigelegt und ich überweise das oder zahle es dann online, sobald ich das Ding gekriegt habe und nicht zurückgeschickt habe. Entschuldigung, welcher Logik folgen jetzt die beiden? 58% der Käufe sozusagen, der Zahlungsmethoden, ist offene Rechnung. Dass der ganz große Anteil schickt, von Online-Händlern schickt Kunden auf offene Rechnung Dinge zu. Das ist mal deutlich über 100%. Das ist das, naja, das Thema ist, wie viel Prozent sozusagen der Händler oder genutzten Zahlungsverfahren bei den Händlern sind das. Und wenn ich sozusagen als Händler mehrere Zahlungsverfahren anbiete, dann ist es auch so, dass sozusagen Kreditkarte sozusagen genutzt wird, Vorauskasse genutzt wird und mehrere genutzt werden. Und deswegen komme ich deutlich über die 100% da drinnen. Was spannend ist, war, das ist, warte mal, ich habe es da nicht draufstehen, aber es ist relativ zeitnah gewesen. Was mich verwundert hat, war eben, dass die Bezahldienste wie PayPal nicht stärker sind, weil PayPal im Grunde genommen als Online-Verkäufer sehr, sehr einfach ist. Wir verwenden im Verein zum Beispiel auch PayPal als Zahlungsmethode. Bei uns kann man auf Rechnung zahlen, bei uns kann man mit PayPal zahlen und ich kann über Sofortüberweisung bei uns zahlen. Warum nicht über Kreditkarte? Weil Kreditkarte schwierig ist. Ich muss für eine Kreditkarte ein Bezahlungsgateway einsetzen und ich muss mich dort eine integrieren und die Integration ist relativ aufwendig. PayPal gibt es Plugins für, ich glaube, alles. Also es gibt kaum etwas im Internet, wo man nicht irgendwie PayPal hineinstecken kann. Und PayPal nimmt mir sozusagen als Händler die Notwendigkeit weg, dass ich sozusagen mit der Kreditkarte überhaupt mich beschäftige. Weil der Kunde hat einen PayPal-Zugang, zahlt über PayPal und kann dort über eine Kreditkarte hinterlegen, die bleibt bei ihm abgespeichert und er kann relativ einfach über seine Kreditkarte über PayPal-Konto zahlen. Das heißt, das macht es auch für den Kunden relativ einfach. Und ihr habt es vielleicht schon oft gehört, dass bei Händlern online, vor allem in Amerika sehr oft, Kreditkartendaten gestohlen worden sind. Wenn ich als Händler in meinem Online-Shop Kreditkarten akzeptiere, die in meiner Datenbank speichere und mir bricht jemand in meinen Rechner ein, dann sind alle Kreditkartendaten fort. Und das Problem kriege ich mit PayPal auch los. Weil bei mir wird keine Kreditkartendaten gespeichert. Die Abrechnung wird von PayPal gemacht, ich kriege das Geld überwiesen auf mein PayPal-Konto, that's it. Dass die BIN auch das Risiko los tut. Was wir auch verwenden, ist die Sofortüberweisung. Was, kennt ihr Sofortüberweisung? Ja? Alfons? Kurzes Kommentar zum PayPal, was es jetzt auch gibt, ist, dass man auch Geldtransfer direkt das Unternehmen mit einer URL machen kann. Das ist mir jetzt vor kurzem untergekommen, finde aber ganz spannend, dass die keinen Tun, sagen wir, keine Rechnung, 15 Euro, da hast du einen Link, klick drauf, das geht von PayPal zu PayPal. Ohne irgendwelche Software-Implementierung anfangen, finde ich sensationell einfach. Wollte ich nur ergänzen. Super. Sofortüberweisung. Ich habe mir eigentlich immer geärgert im Verein auch, dass es irrsinnig schwierig ist, als Verein eine Online-Bezahlung zu einer österreichischen Bank durchzuführen. Also als Händler war es das Schwierigste überhaupt, auf ein österreichisches Konto Geld zu kriegen. Und dann ist dahergekommen die Firma sofort.de und hat ein Plugin geschrieben, mit dem man sozusagen online
auf das eigene Bankkonto von einem österreichischen Konto auf ein österreichisches Konto online überweisen konnte. Die Firma Sofort hat in Wirklichkeit die österreichischen Banken ausgetrickst, sich nicht an die Regeln gehalten und hat es einfach gemacht. Wenn ihr es nämlich angeschaut habt, dann war es so, dass ich meinen TAN auf der Seite von der Sofortüberweisung eingegeben habe. Das darf ich eigentlich gar nicht. Das heißt, die haben in Wirklichkeit die Banken der österreichischen gehackt, wenn ihr das so wisst. Ich formuliere es jetzt wirklich flapsig. Und haben davor gesetzt, der Online-Überweisungssystem, weil die österreichischen Banken nicht in der Lage waren, gescheite Software anzubieten, die ich in meinen Job integrieren kann. Mittlerweile haben alle Banken mit der Sofortüberweisung einen Vertrag, glaube ich, geschlossen und das bieten fast alle an. Aber wie gesagt, die haben die eigentlich gegen alle Vorschriften gehackt. Und wie gesagt, das ist noch immer eigentlich auch heute die einfachste Version in einen Online-Shop, Kontoüberweisung einzubauen, die ich sofort bei mir verfügbar habe. Wir verwenden es übrigens auch aus dem Grund. Kleiner Punkt noch, Amazon. Amazon bietet auch an, natürlich, dass ich Bezahlungen über Amazon abwickle. Und zwar nicht nur, wenn ich bei Amazon im Shop einkaufe, sondern ich kann zum Beispiel Amazon Payments auch in meinen Online-Shop integrieren. Das heißt, ich verwende gar nicht den Online-Shop von Amazon, sondern ich gehe zum Online-Shop von der Blitzfirma und kaufe dort was und beim Auschecken fragt er mich, wie willst du zahlen und ich sage dort über Amazon. Weil auf Amazon habt ihr ja auch eure Zahlungsmöglichkeiten hinterlegt, ist alles gespeichert, ist alles fein für euch. One-Click-Checkout, ne? Ich drücke drauf, alles erledigt. Und das ist sozusagen die Bequemlichkeit, die ich auch in meinem eigenen Shop nutzen kann. Ich habe vorher über Kosten 1,9% für den Händler plus 0,35 pro Transaktion. Das heißt, ich zahle das natürlich auch. Also ihr glaubt immer, wenn ihr zahlt, das ist alles super gratis. Der Händler zahlt natürlich für die Transaktion und dafür, dass er sozusagen das zahlt. Ihr wisst das eh, bei Kreditkarten ist das ja auch so. Wenn ich mit Plastikgeld zahle, Kreditkarten gibt es unterschiedlich hohe Disagios. Die teuerste ist American Express. Das heißt, da jeder Händler, mit dem man sich mit der American Express nähert, versucht zu flüchten. Und die anderen sind ein bisschen billiger. Und ja, gibt es auch bei den Online-Bezahlsystemen. PayPal ist einer der teuersten. 3,4% plus 0,35 pro Transaktion. 3,5% ist ganz schön. Ja? 35 Cent waren einmal 5 Schilling. Ja, es ist ganz schön. Und da geht es, die 0,35 sind ja logischerweise für die kleinen Umsätze, weil wenn ich dort 2 Euro Umsatz mache, dann zirkt natürlich die 0,35, weil die 3,4% davon sind nicht so viel. Und so macht PayPal sozusagen sein Geld. Aber als Kunde ist man sich natürlich nicht immer bewusst, dass das auch eine Auswirkung im Hintergrund hat, dass das Zeug unterschiedlich viel kostet. Gibt keine Minimumbeträge, weil wenn ich PayPal 1 Euro zahle, dann kriegt der 0,35 der Händler, also es zahlt sich für mich kaum aus, so kleine Beträge einzukassieren oder ich muss halt dann 1,5 Euro verlangen, dass ich meine Spesen damit decken kann. Also es gibt keine Minimumbeträge, die Minimumbeträge sind geregelt über diese 0,35 mindestens kostet Transaktion. Spannend ist, dass PayPal aber selber das Serverproblem hat, weil PayPal hat früher brav die Kreditkarte verwendet, die hinterlegt wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr euch es angeschaut habt, aber wenn man in letzter Zeit zahlt, dann versucht PayPal penetrant immer übers Konto einzuziehen. Und wenn ich nicht übers Konto zahlen will, muss ich immer reingehen, sagen, nein, nicht Konto, meine Kreditkarte bitte, okay. Jetzt gibt es einen riesen Streit zwischen PayPal und den Kreditkartenanbietern, weil die Kreditkartenanbieter sagen, wenn du uns versuchst, dort rauszuhalten, dann machen wir das, was du machst, selber. Also die streiten momentan ganz, ganz heftig miteinander, weil eben PayPal versucht, seine eigenen Kosten runterzubringen, damit sie halt mehr von den 3,4% selbst behalten dürfen. Service. Kurze Anmerkung, Google bietet auch einen Bezahlservice an, in die Wallet. Google Wallet gibt es auch, es kommen natürlich auch andere Bezahlsysteme, Hersteller, habe ich nicht erwähnt, aber zum Beispiel Apple versucht auch in diesen Bereich reinzugehen. Es wird
irrsinnig viele neue Bezahlsystemhersteller geben in Zukunft, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch, ich meine, ihr kennt das ganz sicher, ich habe jetzt aus meinem Geldbörsel schon einige der Karten rausgeräumt, aber ich habe da so viele Karten drinnen, das ist total mühsam, weil wenn man drauf sitzt, dann tut es weh. Ich glaube, dass in Zukunft dieses Ding die Geldbörse werden wird. Das merkt man jetzt langsam schon. Das heißt, ich kann dort drinnen jetzt schon NFC-Bezahlungen machen, über die wir ja schon einmal berichtet haben, dass die Security technisch ein Problem sein könnten. Aber ich glaube, dass die Karten ersetzt werden durch das Handy und dass ich das Handy dorthin halte und es mehrere Bezahlversionen geben wird, die übers Handy passieren. Das heißt, mein Gefühl ist, die Geldbörse wird in Zukunft irgendwann einmal vollständig durch das Handy ersetzt werden. Vielleicht auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es wird ja immer wieder über die Abschaffung des Bargeldes philosophiert. Und das Bargeld ist natürlich für die Banken, aber auch die Geschäften, ein Kostenfaktor. Nennt sie Cash Handling in der Bank. Und das Problem ist, dass irgendeiner mit einer Scheibtruchung voll Geld zu mir kommt und sagt, da bitte aufs Konto einzahlen. Gibt es die Dunbar und wie sie alle heißen, Geldtransporter, damit man es nicht überfällt auf der Straße, aber da kommen wirklich schubkarrenweise, scheibtronweise, wenn man in Wien sagt, das gehört bei der Tür rein und irgendeiner muss das dann zählen, bündeln, sonstige Dinge tun und das ist extrem teuer. Und deswegen versucht man natürlich möglichst stark auf digitales Geld zu kommen. Und digitales Geld, grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, ich finde das auch praktisch. Der Punkt beim digitalen Geld ist nur, dass digitales Geld in meisten Fällen, Kreditkarte, Bankomatkarte, digitale Spuren hinterlässt. Das heißt, wenn ich damit irgendwas zahle, dann weiß meine Bank, wo sie damit gezahlt habe oder zumindest bei welchem Händler ich war. Und das, was glaube ich braucht, und das gab es ja schon mehrfach und es gibt es auch heute, ist digitales Geld, das genau diese Eigenschaft nicht hat. Nämlich, dass ich digitales Geld anonym verwenden kann. Wir hatten das schon mal, das war, kann mich nicht mehr erinnern, wie das Zeug hieß. Man konnte auf die Bankomatkarte Geld aufladen. Quick, sorry. Das Quick haben sie abgeschafft. Fast abgeschafft, es ist im Auslaufen. Und ich habe mich über das Quick immer zu Tode geärgert. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Weil ich habe auf meine Bankomatkarte nicht mehr Geld aufgeladen. Dann bin ich nach 2 Jahren bei der Bank gewesen, weil sie mir wieder eine neue gegeben haben. Und weder der Banktyp noch ich haben natürlich darauf gedacht, dass auf der Karte noch Geld drauf ist. Gut, das war das letzte Mal, dass ich aufgeladen hatte. Ne? Weil das Geld verloren ist, wenn die Karte verloren geht, weil es ja anonym ist, muss ja so sein. Das heißt, wenn der Bankmensch die Karten durchgeschnitten hat, dann war das Geld weg. Und wenn du es vergessen hast, beide, dann haben wir es halt gerade das Geld zerschnitten. Ne? Das heißt, so etwas wie Quick wäre schon gut. Und es gibt auch etwas, das so ähnlich wie Quick ist, das ist Bitcoin. Bitcoin ist eine digitale Währung, die eben auch keine Spuren hinterlässt. Das heißt, wenn ich mit Bitcoins zahle, dann ist nicht nachweisbar, dass das ich war. So, Fragen? Ja. Werner, es gibt was Neues, das bin ich jetzt am Austesten. Das heißt Boom, Werther Otto Otto Nordpol, von Birik Art, englisch-deutsche Firma. Da kaufst du ein Konto, da überweist du von deiner Marke oder von der Kreditkarte Geld. Da kannst du dann über NFC was Handy bezahlen. Mhm. Wenn du eben aufmachst, fragst du gleich für Wörter und drauf auf den Geldbörsen, dann gibst du deinen BIN ein. Dann legst du das Handy auf NFC-Terminal und es wird bezahlt. Aber danke. Du hast dann auf der Liste, da gibt es eine Liste, deine Bezahlungen kannst du nachlesen und kontrollieren. Das habe ich jetzt herausgefunden, weil das für mich als blinder Mensch eine sehr praktische Methode ist und das Quick, das ich mit einer extra Quick-Karte vorher genutzt habe, ersetzt. Ich glaube, dass solche Bezahlsysteme in Zukunft es viele geben wird. Und ich glaube auch, dass die Kreditkarte, die physische, die Bankomatkarte, die physische, in Wirklichkeit durchs Handy ersetzt werden. Dass ich lade sozusagen die Funktion dieser Karte aufs Handy drauf und die werden wir dann aussuchen können, gibt es eine Wallet, so wie du es gerade gesagt hast, ich buche dort Geld ab,
zahle ich mit meiner Kreditkarte, das heißt, ich kriege die Rechnung Monat im Nachhinein geschickt, oder zahle ich mit meiner Bankomatkarte und PIN und buche sozusagen gleich vom Konto ab. Bitte? Und zwar der Vorteil ist auch bei dem, für Menschen, ältere Menschen vielleicht, die Probleme haben, sind diese Terminals oft zu unterschiedlich. Tasten sind sehr klein, manchmal ist der Fünfer gar nicht markiert, tastbar, manchmal gibt es zusätzliche Zahlen ein und das geht auf jeden Fall weg, wenn ich als behinderter Mensch oder blinder Mensch das Smartphone bedienen kann, dann habe ich dort immer dieselbe Tastatur. Ausgezeichneter Tipp, in Wirklichkeit kämpft ja mit dem nicht nur du. Also ich habe so eine Rutex-Karte für mein Firmenauto gehabt und musste das Zeug ja auch immer verwenden. Und jedes Mal, wenn du die Karten irgendwo reinstecken hast müssen, war die Steckrichtung unterschiedlich. Und die Hinweise, auch als sehender Mensch, sind für mich nicht immer ganz deutlich, wie man das jetzt da reinstecken muss. Ja. Und irgendwie kommst du da manchmal ein wenig komisch vor, weil es da ist eigentlich technisch affiner Mensch vor dem Terminal stehst und immer die Karten falsch einsteckst, wurscht, wie du das einsteckst, weil alle paar Monate auch das Terminal wieder geändert wird und die Steckrichtung definitiv sicher wieder eine andere Richtung ist. Ja, also. Aber wie gesagt, mit dem kämpft man sogar als sehender Mensch und ich kann mir vorstellen, dass du als Blinder es dann noch um eine Ecke schwieriger hast. So. Langsam, Norbert war der Erste. Ja, noch als Ergänzung. Vorige Woche hatte ich die Gelegenheit, mit PaySafe und mit Mastercard zu reden und das Thema Quick ist auch aufgekommen. Und einer der Aufgaben, der aber beim Quick sich nicht durchgesetzt hat, war, und das wusste ich bis dato selbst nicht, Quick ist eine österreichische Lösung gewesen. Das heißt, wenn man im Grenzgebiet ist zur Schweiz oder zu Deutschland, dann konnte man mit der Quick-Karte dort eigentlich bei keinem Terminal oder bei keinem Geschäft bezahlen. Also leider keine internationale Lösung. Aber wie gesagt, grundsätzlich von der Idee her glaube ich, dass es sowas wie Quick geben sollte. Und wenn ich mir es aufs Handy laden kann, zum Beispiel dieses Quick-Ding, dann würde ich das Handy ja nicht wegschmeißen, ohne dass ich mein Geld da runternehme. Ne? Also auch da ist die Integration besser. Also von der Bank Austria gibt es im Moment eine App, die heißt digitale Geldbörse. Ja. Genau. Also es gibt einige solche. Die Frage ist halt, was sie als Standard durchsetzen wird. Und ich glaube, dort hängen wir halt, dass es halt nicht den einen Standard gibt, sondern halt sehr, sehr viele. Es gibt nicht einmal eine Normung über den Ziffernblock, wie der mit den 10 Ziffern 1 bis 0 umgeht. Manchmal ist oben der 1er, manchmal ist der unten. Also es ist ganz, ganz verschieden mit den Ziffernblöcken. Selbst beim Computer und auch bei den Terminals. Okay. Bei Bankomaten gäbe es eine Norm, die wird auch eingehalten mit der Tastatur, auch international ist es so. Von der EU her, nur wollten sie leider nicht alle daran. Das wird zunehmend jetzt auf Touchscreen eingesetzt und das ist für viele Leute noch nicht wirklich gut zu fassen. Ich würde noch was man da umsonst gibt, aufsteht. Also mein Gefühl war, dass einfach viel zu wenig genutzt wurde und damit einfach das Problem war, dass kaum wer verwendet hat. Also meine einzige Verwendung für Quick war, ich arbeite ja jetzt für Raiffeisen, vorher habe ich für die Microsoft bei Raiffeisen gearbeitet. Mein einziger Anwendungsfall für Quick war, dass die Kaffeeautomaten bei Raiffeisen nur Quick genommen haben und deswegen brauchte ich Geld auf der Quick-Ding drauf, weil sonst konnte ich keinen Kaffee trinken. Aber sonst hätte ich das Zeug wahrscheinlich auch nie verwendet in Wirklichkeit und das war glaube ich der Grund. Sorry? Bitte? Ich weiß, dass es sehr viele Raucher verwenden. Möglich, ja. Ja. Damit möglich, ja. Weil dort hat man ja das eingeführt, auch als Alterskontrolle, ne? Und deswegen macht es dort dann Sinn. Aber wie gesagt, abseits der Zigarettenautomaten und der Kaffeeautomaten von Kaffee und Co. waren wenige. Waschküchen. Waschküchen, okay. Ja. Also wie gesagt, sonst. Falls jemand noch Ideen hat, wo es verwendet wurde, glaube ich, damit haben wir es beantwortet. Ne? Also das Thema ist, man braucht halt einen Standard, den alle verwenden, dann wird es genutzt. Wenn ich halt nur 5 Sachen zahlen kann, dann wird es halt schwierig. Noch Fragen? Eine Geschichte ist mir noch eingefallen zur Bezahlung, weil wir unlängst ein Video auf Facebook hatten, ist nicht ganz ursächlich da drinnen, aber ich möchte euch sozusagen warnen davor. Bei Bankomaten bzw. auch Bezahlterminals gibt es etwas, das sich in Amerika Skimming nennt.
Das heißt, man geht her und versucht sozusagen die Daten der Kreditkarte vor allem zu fladern, indem vor dem Bezahlterminal oder vor dem Bankomaten ein Gerät vorgebaut wird, wo ich meine Karten einschiebe in einen Schlitz und das Ding kopiert sozusagen die Kreditkarten. Magnetstreifen und wenn ein Tastenfeld liegt, das gibt es nämlich auch, ihr kennt ja diese silbernen Tastenfelder, wo man einen Code eintippen kann, diese Dinge gibt es als Nachbau, die werden auf das Original Tastatur draufgelegt. Wenn ich drücke, speichert der meine Tastenanschläge und wenn ich eine Kreditkarte mit PIN habe, hebe ich ab von der Kreditkarte, schiebe die Karten in einen Schlitz hinein, kopiere den PIN und habe eine Kopie des Magnetstreifens der Karten plus den PIN. Funktioniert in Österreich nicht, weil die österreichischen Karten mit dem Chip arbeiten und der Chip sozusagen verhindert, dass man mit dem Magnetstreifen was anfangen kann. In Amerika funktionieren die meisten Bankomaten und auch die meisten Kreditkarten noch immer mit dem Magnetstreifen. Das heißt, bei amerikanischen Touristen in Wien würde das zu großen Teilen funktionieren. Erst dieser Tage ist bekannt worden, dass am Stephansplatz. Genau. Da waren zwei Artikel diesbezüglich in den letzten Tagen im Standard. Genau. Aber wie gesagt, vielleicht da für euch spannend, wenn ihr euch anschaut, die Bankomatkarten haben auch den Chip drauf und auch die Kreditkarten unsere haben alle einen Chip drauf und der Chip führt eine Rechenoperation durch, die ich sozusagen nur mit dem Chip tun kann und den Chip kann ich nicht kopieren. Also der Chip ist ein Rechner, in dem etwas sozusagen einprogrammiert ist, das ich nicht auslesen kann und damit kann ich überprüfen, ob ich sozusagen die physische Karte vorliegen habe. Magnetstreifen ist ja irrsinnig einfach zu kopieren, weil da gibt es drei Strafen drauf und wenn ich einen Magnetkartenleser oder Schreiber habe, dann ziehe ich das Ding durch und habe eine 1:1 Kopie der drei Spuren auf dem Magnetstreifen. Das war der Grund, warum die europäischen Geldinstitutionen schon vor längerer Zeit auf den Chip umgestiegen sind. Andere weltweit nicht. Also in Amerika zum Beispiel großteils noch immer Magnetstreifen. Und es gibt auch Kameras, die beobachten, wenn ich keine Tastatur habe, sondern einen Touchscreen, gibt es Minikameras, die genau platziert werden. Wenn ich zuschaue, merkt man nicht. Was ich auch wichtig finde, ist, dass unterschiedlich auch frei wird, wenn der Magnetstreifen kaputt ist. Klar. Weil ich habe mir eine Bank gesagt, wo ich jetzt bei manchen Bankomaten im Donauzentrum, in der Shopping City Süd und so weiter, ich kann nicht abheben. Mhm. Tankstelle, Bilder, irgendwas auf der Art, nie Probleme und so weiter. Mhm. Und das ist ja, die lesen ausschließlich den Chip aus. Und es gibt Bankomaten, da muss der Magnetspeicher funktionieren, sonst würde ich fragen, dass sie den Chip zugreifen. Ja. Das wäre ein eigener Vortrag. Ein eigener Vortrag. Wir sind schon relativ spät dran. Ich versuche jetzt noch fertig zu werden. Ein Video lasse ich dann aus. Amazon Fulfillment. Amazon ist, wie gesagt, auch ein Versender. Und wenn ich sozusagen Amazon Fulfillment nutze, dass sie aus meinem Shop oder aus dem Shop bei Amazon, meinen Produkten, Amazon für mich auch verschickt, dann wird auch der Versand von Fremdprodukten durch Amazon durchgeführt. Das ist meine Seife, die ich bei Amazon verkaufe, kann ich ja von Amazon verschicken lassen. Amazon hält dann die Produkte des Händlers auf Lager, was ein super Vorteil ist, weil der kann nämlich die Lagerkapazitäten oder die Lagerorte von Amazon nutzen. Das heißt, ich habe ein verteiltes Lagernetzwerk auf der Welt, das ich sozusagen mitverwenden kann. Und Amazon kümmert sich um den Versand. Die Produkte sind dann, wenn ich Amazon Fulfillment verwende, auch Prime-fähig. Also auch wenn ich nicht Amazon selbst bin, kann ich, sobald ich Amazon Fulfillment nutze, meinen Kunden sozusagen auch den Prime-Dienst anbieten. Amazon Prime Air, ich lasse den Film, stelle ich dann online, ich zeige ihn euch jetzt nicht her. Amazon experimentiert damit, und ihr habt es sicher schon gesehen, mit Drohnen Produkte zuzustellen. Ziemlich cool, dass die Produkte fahren sozusagen hinaus, eine Drohne nimmt das Produkt, ladet es in einen Laderaum ein, fliegt los, fliegt irgendwo hin, landet, schmeißt das Produkt ab, fliegt wieder fort und ich habe in kürzester Zeit mein Produkt zu Hause. Also um die Milch jetzt herzunehmen, die schafft sogar bei der Temperatur wahrscheinlich zu mir haben, indem sie noch nicht warm ist. Das Thema ist, glauben wir, dass das kurzfristig was wird?
Ich glaube in Österreich nicht. Warum? Ich darf mit Drohnen laut den österreichischen Luftverkehrsvorschriften nicht über verbauten Raum fliegen. Das heißt, und mit schwereren Drohnen schon gar nicht. Und damit ist das Thema, dass wir zumindest die ganze Luftverkehrsordnung ändern müssen, damit das Ding überhaupt im bewohnten Gebiet zustellen kann. Wo es einen Sinn machen könnte, ist abgelegenere Gebiete. Also ich sage jetzt einmal, wenn ich eine Lieferung auf eine Alm aufmachen muss, wäre das wahrscheinlich super viel günstiger, als wenn ich das schwierigst über irgendwelche Bergbahnen da aufbringen muss. Medikamentenzustellungen in dringenden Fällen vielleicht, solche Sachen. Also als Ansatz für manche Bereiche durchaus spannend. In Amerika vielleicht auch leichter, weil wenn dort der Farmer in der Middle of Nowhere ist, kann ich dort da wahrscheinlich ohne Probleme hinfliegen. Auch dort sind wahrscheinlich die Flugregeln andere, aber in Europa glauben wir, dass das eher weniger ist. Eine zweite Geschichte, der Dru. Domino Pizza gibt es auch bei uns, ist ein Pizzaladen. Ja, kommt erst. Der eine neue Möglichkeit gefunden hat, Pizzas zuzustellen. It all began in 2015 with a microchip and a massive idea. What if we could transform the way we delivered pizza to dramatically improve safety and efficiency while completely changing the game of the customer experience? What if we could harness the power of Domino's GPS tracking data and our artificial intelligence technology, then combine it with one of the world's most advanced robotic units? What if we could create the world's first autonomous pizza delivery vehicle? The seeds of the idea were developed at Domino's and incubated in our purpose-built innovation space, D-Lab. It was here that we started work on a Domino's robotic unit. Using a base unit sourced from the military and powered by technology from Australian startup company Marathon Robotics, we improvised, we explored, and we discovered that this audacious idea could actually become a reality. At the same time, we engaged the country's leading industrial design firm to design the look, feel and functionality of our latest recruit. The design had to be unlike anything ever seen before. From dozens of concepts, we selected one, and the Domino's Robotic Unit, or Dru for short, was born. After months of engineering, building and testing, the big day arrived. It was time for Dru to hit the streets. Test may be over, but the journey has just begun. It's now a race against our competitors and against the clock. A race to be first in the food space with this So, ich finde es witzig. Und zwar das Lustige ist, der Roboter hat zwei Compartments. Das eine ist gewärmt, damit die Pizza warm ankommt. Das andere ist gekühlt, dass es kalt ankommt. Und so ein Konzept hat viel mehr Chancen umgesetzt zu werden, weil das könnte ich heute in Wien schon tun. Die Dinger dürfen, wenn sie langsam fahren, sogar am Gehsteig herumfahren. Also das wäre zulässig. Und damit kann ich im Grunde genommen kurze Zustellwege erledigen. Und wenn man es weiterdenkt Richtung selbstfahrende Autos, wir haben ja beim ÖMDC gehört, dass der ÖMDC glaubt, dass es länger dauert, als momentan sozusagen der Eindruck erweckt werden sollte. Aber natürlich, wenn ich zum Beispiel selbstfahrende Autos habe, ist natürlich auch das Thema dort, dass das einen ziemlichen Impact haben wird auf die Zustellung, weil dann wird sozusagen auch der Lieferwagen irgendwann einmal von solchen Autos ersetzt werden können. Versand, ganz kurz noch.
Der Kunde erwartet kostenlose Lieferungen. Wir haben schon gesagt, das ist ein ganz großer Kostenbereich für die Online-Händler. Die Online-Händler nutzen Filialen für die Rücknahme und es gibt oft auch Kooperationen von Online-Händlern mit Geschäften, um sozusagen die Möglichkeit zu haben, lokal wieder bei dem Geschäft was zurückzugeben. Und spannend ist auch, dass die Online-Händler teilweise plötzlich anfangen, wieder Geschäfte zu haben. Es gibt Amazon-Filialen in Amerika, wo ich Amazon-Books kaufen kann. Warum? Nämlich genau aus dem Grund, dass ich physisch sozusagen wieder eine Präsenz habe und in Wirklichkeit, sobald die Online-Händler anfangen, physische Geschäfte zu bauen, verlieren sie eigentlich den Vorteil von dem, dass sie nur online sind. Aber irgendwann einmal geht es nicht, ohne dass ich physische Touchpoints habe. Und das ist eigentlich eine ganz große Chance auch für unsere Händler, weil ich kann natürlich auch Kooperationen machen, wo ich sage, ich arbeite zusammen in manchen Bereichen und biete sozusagen diese Experience an und lasse mir die vielleicht sogar von einem Online-Händler zahlen. Also ich kriege dafür zahlt, dass ich da bin, dass ich die Beratung mache, dass ich die Rücknahmen mache. Weil das ist ein Kostenbrocken auch auf der anderen Seite. Ich komme aus dem Bankenbereich, das gleiche gibt es auch bei der Bank. Wenn ihr da die Rotenturmstraßen runtergeht zum Schwedenplatz, ist auf der linken Seite eine ING DiBa-Filiale. DiBa steht für Direktbank. Die hat nie eine Filiale gehabt. Plötzlich macht die Direktbank eine Filiale auf. Auch dort ist eigentlich das gleiche Thema. Die Kunden sagen, für manche Dinge hätte ich gerne eine Person und da möchte ich gerne jemanden am Krawattel nehmen und schütteln oder das Gefühl haben, mit jemandem reden zu können und für das braucht es eine Filiale. Es hat auch beim Bankbereich gegeben Studien, die sagen, im Direktbank, die steigen relativ stark und dann wird es so flach und dann können sie nicht mehr wachsen, weil ihnen im Grunde genommen die Filialen fehlen. Das heißt, das, was im Grunde genommen die Bank Austria momentan kämpft damit, zu viele Filialen zu haben, kämpft die DiBa damit oder die Direktbanken, dass keine haben. Also es ist für den einen und für den anderen ein Problem. Wahrscheinlich liegt der Mittelweg irgendwo dazwischen. Das war ein Vorteil der EasyBank, die haben die BAWAG gehabt. Genau. Easy mit BAWAG, ja. Das ist Onlinebank plus physische Filialen. Ne? Kombination. Das wird wirklich genutzt. Also ich bin EasyBank-Kunde glücklicher, weil ich war vorher mit Bank aus, ne? Und aber deswegen habe ich es auch erwähnt. Ja, nein, ich habe glaube ich zweimal was wissen wollen und bin reingebracht bei der BAWAG und fertig war es. Ja. Der hat mich aufgebracht, hat mir die Antwort gegeben, ich bin wieder aus. Ja, aber genau das, ihr bestätigt das, ja. Die Kombination der beiden ist sozusagen der Gag. Und ich glaube, und das sind Studien auch, die das online belegen, dass eben die Online-Händler in solche Themen einrennen, das sagen nur online allein nicht, ist ein Problem. Und dass dann wieder eben versucht wird, dieses Problem zu lösen. Wie die Lösung ausschaut, werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das eine große Chance dort ist. Online ergänzt und ersetzt in manchen Bereichen sozusagen manche Bereiche des Handels. Geschäfte sind aber notwendig, ich brauche sie, weil ich kann, habe das sensorische Kauferlebnis, mit Leads reden, Vertrauen, Abholung, Rücknahme und wir stehen in Wirklichkeit erst relativ am Anfang von diesen Themen. Es werden noch sehr, sehr viele Dinge kommen, es wird es in der Zustellung sehr viel tun, es wird es in diesem Virtual Reality Themenbereich sehr, sehr viel tun. Ich glaube, dass wir dort Ergänzungen kriegen für Probleme, die jetzt einfach nicht lösbar sind. Das sind diese Beispiele von Volvo, die wir gesehen haben und mein Gefühl ist, es ist nicht das Ende, es ist eigentlich erst der Anfang, wo wir stehen mit dem ganzen Themenbereich. Damit bin ich am Ende meines Vortrages, es ist ziemlich genau 11 Uhr und ich bitte euch, trinkt ausreichend, weil es ist irrsinnig warm hier herinnen. Danke noch einmal fürs Aushalten und ich hoffe, es hat gefallen. Applaus